Hallo Leute und willkommen zurück bei Warhammer. Okay, wir haben viele Servitoren, wir haben ja ein paar Grimoires und Requisitierung haben wir auch noch. Forschungsmenü läuft, unser Schiffausbau läuft auch, wir haben eine Forschungsrate von 110%, weil wir Fakir, glaube ich, ein bisschen verärgert haben, oder? Ja, sie ist verärgert. Sie ist gereizt. Lassen die Zeit mal laufen. Wir haben wieder mal einen Blütenwuchs und unsere Crane Knights sind nicht wirklich fit. Aber wir schauen mal. Wir haben hier einen. Hier haben wir wahrscheinlich auch einen. Da werden wir sicher nicht reinfliegen. Wir werden hier hinten hinfliegen. Wir haben noch 2 Tage bis zum Tor der Unendlichkeit. Commander, my reports indicate that you are carrying an excessive stockpile of befouled seeds aboard your ship. The use of corrupted artifacts is sometimes a regrettable necessity, but they should be put to a clear and essential purpose, not coveted like trinkets. I object to your sacrificing our hard-earned research material into the bloom. These seeds are needed to combat this threat. Commander, complying with Kai's request may bring us favor with the Grand Masters. I could perform a rite of purification on these foul seeds and destroy them all at once. Wir könnten etwas von der Saat. Wir werden etwas von der Saat zerstören. Commander, your chapter's foolish notions put this campaign at risk. No, Inquisitor. What is foolish is to ignore the demands of a Grand Master. Okay, wir haben 50% unserer Saat zerstört. Naja, dafür haben wir eine Requisition bekommen und wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Sehr schön. Was machen wir als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, ist das hier richtig cool. Eine Saat Plus und Extraktor Servo Schädel. Das machen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir direkt hier weiter und laufen. Schauen wir mal. Mission ohne Einsatz von Willenskraft gewinnen. Nee, machen wir nicht. Das ist mir einfach inzwischen... Vor allem, hier keiner meiner Ritter irgendwie fett ist. Das ist doch unglaublich. Okay, wen haben wir denn alles dabei? Wir hätten einen Justikar, einen Purgator und einen Apothekarius, der aber mehr als nicht fett ist. Auch nicht. Dann nehmen wir ihn mit. Und dann brauchen wir noch einen Interceptor. Würde ich noch gerne eine mitnehmen. Na, dann lasst uns mal mit denen hier loslegen. Der hat ja die Dinggranate hier, ne? Die Bauchgranate. Tarngranate. Naja, hat bisher nicht so wahnsinnig geholfen. Überzeugte mich nicht. Dann lasst uns mal mit den Jungs in Mission starten und hoffen, dass wir sie gut rumkriegen. Jo, schauen wir mal, was wir da hinkriegen können. Was müssen wir denn machen? Den Blütenwuchs zerstören. Wir haben wieder 2 Blütenwuchse. Einmal ganz links, rechts und einmal ganz links. Na super. Das ist ja schön weit alles auseinander. As ordered. Pardon. Bisher noch nichts entdeckt. None may hide from our warp sight. Ja, die letzte Mission hat uns schon sehr viel Energie gekostet. Standing ready. Aye, sir. Yes, Commander. Ja. Das ist nur diesen kleinen Aufgang da? Knights! This way. Out of sight. I see one. Save me!
Commander, we've made contact with the enemy. Ja, wir haben Kontakt. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. So, da oben ist auch noch einer. Dann wäre es wahrscheinlich geschickter, wenn wir hier in uns beamen. Was ist mit dem hier? Warum ist denn der so versteckt? Gliding through the wall. Versteck dich doch nicht vor mir. So, eigentlich hätte ich den anderen zuerst wegmachen sollen, verdammt. Naja, gut. Hier geht's auch. Gehen wir mal hier lang. Und hier hinten. Der kommt da gar nicht hoch. Der kann nur hier hoch, oder wie? Der könnte immerhin hier außenrum. Explosionsbereich ist nett, aber bringt mir gerade gar nichts. I am his will. The pain will set you free. Verdammt, will einfach nicht sterben, der Kollege. Taking position. Aber ich könnte vielleicht hier hin. Naja. Hallo? Ah, der konnte auch wieder abhauen. Überhaupt getroffen? Er hat ihn nicht mal getroffen. Kann man den so schlecht zurückschießen? Na gut. Hier. Dann müssen wir erstmal mit ihm wahrscheinlich außen rumlaufen hier, oder? Du brauchst nirgends mehr hinrennen. But he was one of the chosen. Das war's mit Rennen. Advancing. As you command. Schade. For the golden throne. Kann ich mit dem mehr Schaden machen? Geht so. Vielleicht kommt er ein bisschen zu uns gehüpft. The foe bleeds. Schade. Okay, kommen wir nicht hin. Und von da treffen wir ihn nicht. I am with you. Ist er gerade über den Kollegen drüber gehüpft? Nee. Ja, das ist jetzt natürlich, dass da schon wieder brennt, ne? Ja, da wollen wir eigentlich hin. Jetzt kann ich hier nicht durch. Wie blöd ist das denn? Das ist ja saudoof. Sich echt außen rum. Und für die gilt das gleiche wahrscheinlich.
Na gut, dann müssen wir wohl außen rum. Schade. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe nicht. Okay. Ja. Guck mal, dass ich da so reinkomme. Moving swiftly. Naja, immerhin. Ich dachte, müsste jetzt einen Mods-Umweg machen, aber es geht. Positionieren wir uns mal vor dem Türchen. Unleash me. Kann der rein? Der könnte durchs Fenster rein. As you will. Okay. Ein Verteidigungswabriss geht noch auf. Punch the beasts. Yes, Commander. Unleash me. Okay. Gehen wir mal direkt in Angriff. Kann man gleich betäuben? Das könnte man machen. Versuchen mit dem anderen hinzurichten. My blade is ever ready. Oder so. Das wird halt gar nichts bringen. Das wird nur ihn töten. Nein, will ich doch gar nicht. Jetzt, okay, na toll. Super. Unleash me. Und der kommt jetzt natürlich da nicht mehr hin. Okay, wenn wir hier hinfliegen würden. Dann könnte man ihn wenigstens noch zweimal schlagen. Down. So, und jetzt war die Frage, kann man nicht treffen? Kann man nicht treffen. It will be done. Hä? Hast du mich jetzt veräppeln oder was? Opening fire. Oh. Verdammt, da habe ich das Ding in die Luft gejagt. Aha. Er schießt jetzt von der nächsten Nähe auf den. Oh.
Gut. Nicht gut. Das war nicht gut. Enemy reinforcements. Und noch eine Warpboge dazu. Ja, natürlich. Gut. Muss ich irgendwie schauen. Okay, wie viel hat der noch? Es müsste eigentlich noch. Es ist noch okay. Okay. Gut. Der da lebt immer. Nee, hä, wo ist der hin? Die sind alle. Ich glaube, der ist tot, ne? What is your will? I'm here to serve. Cower! You will heal. No match for the Emperor's chosen. Down. We slay the darkness. Your orders? Da ist die Verseuchung. Your command. Lohnt sich das eigentlich nicht wirklich? Ist wahrscheinlich viel mehr lohnt, wenn wir runtergehen. Der kann den nicht hoch, oder? Ach Gott, dann greif halt das Ding an. Wo kannst du von da wenigstens schießen? Nein. Wenigstens ist die Pflanze weg. Der seucht wieder alles ein hier. Der ist sogar verseucht. Aber das findet er wahrscheinlich noch toll. Stirbt hier. Nochmal. Schade. Er kann da nicht hinschießen, was für ein Lappen. For the Emperor, we have purified this place. My blade is your command.
My blade is yours. Jetzt müssen wir erstmal den hier heilen. My wrath is restored, brother. Onward, brothers. Dann muss der zurück. Und der sollte jetzt nicht gerade durch die Verseuchung latschen. Dann müssen wir wohl den Zug beenden. So, du kannst das hier holen. Taking position. Ja, wenigstens eine Saat. My blade is ever ready. Und dann kannst du hier raus. So, wo ist denn die andere hässliche Blüte? Aha, okay. Ah, das ist okay. Müssen wir da wohl. Oder wir können dadurch. Affirmative. Your orders. Ein bisschen zusammenbleiben. What is your will? Unleash me. The Emperor lights our path. Du kannst auch ein bisschen später kommen, das ist nicht so schlimm. On my way. Oder sollen wir mal gucken, dass wir zusammen da runter gehen. Your orders? Moving swiftly. Gut. Gibt's auch mal eine Warpwoge? Your orders standing ready. With haste. Ein schöner Weg. My blade is yours. Weil mir halt gar nichts passiert auf dem Weg. What is your will? Advancing. At your service. What is your will? Wie soll ich nochmal fünfmal die Barbwoge, ey? What is your will? I am with you. Na, jetzt sind wir schon ziemlich nah. Das ist mir fast zu nah. Nicht, dass die Brücke zusammenbricht hier, Kollegen. Praise the Emperor. Praise the Emperor. As you will. Standing ready. What is your will? Yes, Commander. My blade is at your service. As you command. Ein langer Weg. The foe is close. So, jetzt kommen wir langsam zum Finale hier. Your orders? Standing ready. Yes, command. Your command. Mm. On my way.
Verdammt! Also haben die uns entdeckt. Okay, was haben wir denn da? Ich glaube, wenn wir da groß reinrennen, dann... My blade is yours. Haben wir da ein Problem. Ja, klar. The unfaithful are here. Okay, jetzt müssen wir... Wir müssen mal gegen alle kämpfen und Warbrister wahrscheinlich. Dann schmeißen wir den mal einen Deckel an den Kopf. Death will only make us stronger. Down. Slaughtered. Mhm. Ja, im Auge slaughtern. No demon shall avoid its fate. Yes, sir. So, war gar nicht mal so schlecht. Jetzt hat es mir schlimmer vorgestellt. Aye, sir. No match for the Emperor's chosen. I see one. Attack! Das ist auch noch einer. Auch noch so ein Komiker. Okay, dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um ihn hier hinten. Down! Könnten ihn jetzt töten? Dann machen wir das auch. Dann ist der schon mal weg. Get up, get up, get up! Vengeance! Another foul seed claimed. Mercy in death. So. Jetzt ist ja die Frage, ich glaube, wenn wir zurückschießen, dann müssen wir uns erstmal denken. Wenigstens ein bisschen. Sorry, musste. So, eine hundertprozentige Abkömmlinge des Warps kommen, natürlich. Was sonst? I'm here to serve. Sind wir da unten? Ah, okay. Deckel. Da unten haben wir einen Deckel, aber ich glaube, er kann so erstmal hier hinflitzen. Gliding through the wall. Und dann das hier gleich mal angreifen. Und dann er hier, kann er einen Deckel. Und da hinten? Nee, da kommt er nicht mal hin. Moving now. Okay, greifen wir das Ding direkt an. Ich glaube, da war noch eine Saat. I am here to serve. Affirmative. Opening fire.
designated targets are destroyed. Ja gut, immerhin. Wir haben es zerstört. Hat lang gedauert. Wir sind halt lang rumgerannt. Aber schauen wir mal, was man dafür bekommen hat. Drei Saaten, ein Grimoire und minus eine Verderbnis. Dann schauen wir mal, was wir uns hier leisten könnten in Apothekarius. Was ist das hier? Sägeschild. Noch nicht, würde ich sagen. So hat sich einer. Oh ja, wir haben ein paar Beförderungen. Einmal den Interceptor. Da haben wir gesagt, wir machen mal das hier noch. Und dann das hier. Der Apothekarius. Diese Ritter verfügt über zusätzlichen Rüstung. Auf jeden Fall. So, dann schauen wir noch mal hier rein. Das ist unser neuer Apothekarius. Der hat einen Standard-Psi-Bolter. Und der kriegt diese. Rüstungstyp haben wir ja nur Standard. Was ist denn das nicht Standard? Ah, okay. Kampfschaden. Und den Kriegslot kriegt er natürlich auch einen Servoschädel. Okay, dann fliegen wir mal in die Mitte. Und der Großmeisterbericht. I despise waste, Inquisitor. The baleful edict has been operating under your direction for months. And yet this mild infestation of yours persists. I expected concrete results, not more reams of speculative guesswork. To unravel the workings of chaos is no simple task, Grandmaster. This plague cannot be fought with steel alone. That may be. Now, to the business at hand. I have only been able to give a cursory scan of your latest account. Commander, I would have a frank assessment on your collective progress in the field. Also mein wahrer Gedanke ist, die Blüte ist für uns keine Option. Aber wenn ich das sage, ist es gut. Oder wir verlieren am Boden. Ich würde sagen, wir verlieren am Boden, oder? Oh yes, those seeds. Nein. Commander, do you have any idea how many active demonic incursions I oversee at any given moment? If you were to retain your command for the long term, you will need to demonstrate that you can manage your resources efficiently. Consider this a hard lesson in prudence. I'm starting to think he hasn't actually read my reports. Grandmasters are used to giving orders and having them obeyed. If you could try to restrain yourself from debating every last point upon which you differ, you might more readily earn his respect. I suppose it was optimistic of me to expect that by dealing with the Adeptus Astartes, I could be free of the sort of loathsome bureaucratic pandering necessary in the rest of the Imperium. The Grey Knights have a saying, we serve the cause of humanity, but expect nothing from it. I've already readjusted my expectations. Ja, will ich doch hoffen. So, sag mal, wir haben ja alles einmal hier aufgerüstet. Fangen wir einfach nochmal so an, oder? Fehlt uns halt einer, wenn wir den verloren haben. Das hätten wir alles aufrüsten können. Verdammt, das wäre jetzt echt wichtig gewesen. Aber gut, was soll's. Das wird uns hoffentlich nicht zugrunde richten. Ich glaube, wir warten jetzt noch ein bisschen, oder? Auf jeden Fall. Muskelneuaufbau. Auf jeden Fall sieht es gar nicht schlecht aus. Wir warten jetzt einfach auf die nächste Blüte. Dann können wir nächstes Mal direkt einsteigen. Die Meditationskammer wurde fertiggestellt.
Dann schauen wir doch mal, was wir als nächstes brauchen könnten. Kremolis, Forschungsgeschwindigkeit. Ein bisschen ballern. Mit Gefallenen kommunizieren. Dann holen wir uns das hier nochmal. So, wie lange dauert denn das? Fortschrittlicher Bug. Okay. So, eine neue Blütenaktivität. Hier unten haben wir 1, hier haben wir 1, hier hinten haben wir 3. Oh, das ist natürlich. Uiuiuiui. Da sollten wir hin. So, die Frage, ob das hier reicht, wenn wir hier hochfliegen, darüber und darunter. Ja, das werden wir dann nächstes Mal machen, oder? Lasst uns einfach hier hinfliegen. Der Rest werden wir dann sehen. Kriegen wir hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.